dritte Advent. Hallo erstmal. 17.12.2017. Ich melde mich hier aus einer märchenhaften Umgebung. Ich drehe mich mal im Kreis und wie ihr erkennen werdet, bin ich im tiefen Wald. Hier auf dem Donnersberg, ich zeige mal hier die Umgebung. Oh, und hier, guck mal, da ist er, der sagenumwobene Ludwigsturm. Zu Ehren des König Ludwigs erbaut, oder? Ja. Kann man das sagen? Im 19. Jahrhundert oder im 20. Oh, 150 Jahre. Darf ich, das kann man kaufen bestimmt. Ja, ja, das würde ich gern kaufen. Euro. Euro, super gut, günstig gut. Danke. Ich würde gern den Turm besteigen. Dann würde ich gern auch da einen Eintritt bezahlen. Und wollen Sie Kaffee oder Glühwein? Also ich bin hier im Wendeltreppenbereich und man sieht, hier sind einige Fenster angeordnet und man kann sagen vom ersten Eindruck, es ist ein Rundbogengewölbe, jedoch konisch angelegt. 24,9 Meter ist er hoch, hat der Herr an dem Kassenhäuschen erzählt. Und ich zeig mal hier, wie sich das wendelt. Man sieht hier teilweise Rohmauerwerk, teilweise eben auch Putz, Kalkputz mit Sicherheit. Sie glauben, von wo aus ich berichte, denn ich stehe hier auf der höchsten Erhebung der Pfalz und sogar noch ein Stück höher, denn eigentlich bin ich ja noch mal circa 25 Meter über der Gipfelspitze, nämlich vom Donnersberg. Und hier im Hintergrund seht ihr, wenn ihr es vielleicht im Bild erkennt, ist so ein Mast, das ist ein Sendemast vom, glaub ich, vom Südwestfunk. Und hier oben, ich drehe mich mal so ein bisschen im Kreis, da sieht man hier, ich zeige es mal so, da sieht man hier die Wettergegebenheit. Hier oben liegt Schnee, wunderschön, schaut mal hier. Und soweit man schauen kann, ist es knackig kalt. Und im Tal jedoch, wenn ich dort jetzt Richtung Kirchheimbolanden hinunterschaue, kann man erkennen, dass die Wiesen grün sind. Da hinten, guck mal, Richtung Alzey, da scheint sogar die Sonne. Kann man das sehen? Ich hoffe ja. Und im Allgemeinen ist es hier oben knackig kalt. Und wir feiern ja heute sozusagen Advent. Und in einer Woche, also die Ankunft sozusagen von Jesus Christus. Und in einer Woche ist es dann soweit. Und kurioserweise fällt der vierte Advent nämlich mit dem Heiligen Abend zusammen. Das ist faszinierend und äußerst selten. Naja, auf jeden Fall wünsche ich euch heute eine besinnliche Zeit, einen schönen dritten Advent mit Familie, mit Freunden, in Ruhe genießen und an Jesus denken, unseren Herrn. Danke euch und alles Gute. Bis bald, euer MLN.